Hallo, ich bin Alexander Adiate. Ich komme aus den USA und bin seit 2012 der künstlerische Leiter des Orchestervereins. Und es ist mir immer eine große Freude, diese Orchester, diese besondere Mischung aus guten Laienmusikern und professionellen Musikern zu leiten. Mein Name ist Stefan Kunze. Ich bin derzeit der Vorsitzende des Vorstands des Orchestervereins Stuttgart. Ich selber bin, wenn ich mich recht erinnere, seit 22 Jahren im Orchester mit dabei und die Vorstandstätigkeit mache ich jetzt seit knapp 10 Jahren. Für mich ist es die Liebe zu musizieren und die Liebe, Menschen zusammenzubringen mit Musik. Bei uns im Orchesterverein Stuttgart mitzuspielen, macht es wirklich viel Spaß. Auf der einen Seite haben wir die zwei großen Konzerte im Beethoven-Saal der Liederhalle, wo wir große Werke von Komponisten spielen und zum Teil auch mit erstklassigen Solisten. Dafür haben wir die wöchentliche Probearbeit intensiv unter professioneller Leitung. Die Kombination von dieser Gemeinschaft und dann die großen musikalischen Erlebnisse ist einzigartig und ist auf jeden Fall ein Grund mitzuspielen im Orchesterverein Stuttgart. Der Orchesterverein und damit auch das Orchester existiert seit 160 Jahren, das heißt seit dem Jahr 1857. Damals haben sich musikbegeisterte Stuttgarter zusammengeschlossen, um große Werke der Musikliteratur aufzuführen und dabei Freude am Spiel zu haben, aber eben auch das Zusammenspiel mit professionellen Musikern zu pflegen. Also es gibt zwei Dinge, würde ich sagen, die besonders sind. Das eine, man hat die Möglichkeit, in den großen Konzertsälen, sprich in Stuttgart in der Liederhalle, zu spielen, was ein besonderes Erlebnis darstellt, eben nicht als Zuhörer dort zu sein, sondern auf der Bühne zu sitzen oder zu stehen. Und das zweite ist eine Praxis, die seit vielen Jahrzehnten gepflegt wird, dass wir versuchen, mit entweder jungen oder renommierten Künstlern als Solisten Konzerte aufzuführen. Und die Zusammenarbeit mit solchen renommierten Künstlerinnen und Künstlern ist etwas ganz Besonderes, was für uns als Liebhabermusiker wirklich das Salz in der Suppe ausmacht.